Ja, wir sind alarmiert worden zum Garagebrand mit einem Elektromobil. Und wir sind jetzt in der Hermannstraße in Schondorfstadt. Also die Garage war noch verschlossen und die Garagentüre war gerade am Durchbrennen. Wir haben dann anschließend das Garagentor geöffnet und mit den Löscharbeiten begonnen. Also wir haben noch rückwärtig eine Tür aufbrechen müssen, dass man von zwei Seiten vorgehen konnte, aber eine große Schwierigkeit war das jetzt nicht wirklich. Also zunächst einmal hat das Fahrzeug halt jede Menge Energie in sich gespeichert. Und ansonsten, das Fahrzeug selber ist halt überwiegend aus Materialien, feste brennbare Stoffe. Und wir sind mit Wasser vorgegangen und gleichzeitig natürlich auch versucht, möglichst den Akku entsprechend zu kühlen. Ist uns ja auch gelungen. Das Fahrzeug wurde aus der Garage gezogen mit der Seilwinde vom Rüstwagen. Und er steht jetzt im Freien. Wir warten auf den Abschlepper, der das Fahrzeug entsprechend zum Händler bringt. Dort kommt es auf den Havarieplatz und wird dann morgen den Tag über beobachtet von der entsprechenden Firma. Richtig, wenn wir jetzt vorhanden vom Hof fahren und das Fahrzeug aufgeladen ist und der Abschlepper hat es übernommen, gehört es eigentlich dem Hersteller in dem Sinne. Ja, also mittlerweile kommt es häufiger vor. Wir in Schondorf haben das meines Wissens jetzt das erste Mal gehabt. War aber wie gesagt keine große Schwierigkeit. Also Elektromobilität wird mittlerweile, ja, ich möchte jetzt nicht sagen zum Tagesgeschäft, aber gehört dazu. Also wir haben jetzt 29 Einsatzkräfte hier an der Einsatzstelle und wir sind insgesamt mit 6 Fahrzeugen da. Mitbekommen habe ich es, indem ich meine Frau vom Schlaf aufgeweckt hat. Ja, und dann hat man Feuerwehr gerufen, hat gewartet, bis die kommt, hat zugeschaut, wie die Garagentor lichterloh brennt, aber war dann schon klar, was da drin steht und weshalb das brennt. Elektroauto. Wie sich es entzündet, weiß ich nicht. Man weiß aber, dass die Batterien dann etwas schwer zu löschen sind, wenn die brennen, und dass das eben die Brennursache irgendwo sein muss. Ich wollte auch nicht glauben, dass es bei mir passiert, sondern immer nur bei anderen, wie gewohnt. Aber ich fahre sehr viele Kreisverkehr. In Schondorf ist eine große Kreisstadt. Ich fahre jeden Tag nach Obersbronn und es sind dann pro Tag bei mir 36 Kreisverkehre. Wahrscheinlich ist die Batterie schwindelig geworden. Das Auto ist zugelassen worden im November, hat jetzt 2300 Kilometer drauf.